Ja, lieber Eintracht-Fans, wir stehen hier direkt am Frankfurter Hauptbahnhof, dem Ankunftspunkt in der Stadt. Und wir haben uns überlegt, dass wir mit dem Eintracht-Museum und der VGF gemeinsam einen Rundgang durch die Stadt machen auf den Spuren der Frankfurter Eintracht. Hauptbahnhof ist so der erste Punkt, den man antrifft, wenn man in Frankfurt ankommt. Hauptbahnhof ist allerdings auch immer ein Abfahrtpunkt für die Eintracht und der Hauptbahnhof hat natürlich tatsächlich viele Bezüge zur Eintracht. Wir haben eine historische Aufnahme des Hauptbahnhofs, die zeige ich euch nochmal. Eröffnet wurde er 1888, da gab es uns noch gar nicht. Aber nachdem die Eintracht 1899 gegründet wurde, war der Hauptbahnhof dann tatsächlich auch immer wieder ein Ort, von dem wir losgefahren sind zu Auswärtsspielen. Ein ganz großes Erlebnis war 1908, als Fritz Becker, ein Spieler der Eintracht, hier zum ersten Länderspiel gereist ist. Das war das erste Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am 5. April 1908 in Basel. Fritz Becker von den Frankfurter Kickers, Vorgängerverein der Eintracht mit kuriosem Namen, ist damals eingeladen worden und er hat als seine Fahrkarten nicht gekriegt. Also er wusste dann, dass er hier sein muss, dann stand er hier. Es gab damals noch so Zugangsbeschränkungen zu den Gleisen. Er stand da, hatte immer noch keine Karte und irgendwann kam dann ein Vertreter des DFB und hat ihm seine Zugfahrkarte in die Hand gedrückt. Fritz Becker konnte nach Basel fahren. Deutschland hat 3:5 verloren, aber Fritz Becker hat das erste deutsche Länderspieltor geschossen. Er hat dann sogar noch ein zweites gemacht. Also dieser Hauptbahnhof war auch der Ausgangspunkt für das erste deutsche Länderspieltor. Hauptbahnhof war auch der Endpunkt der deutschen Meisterschaft 1959, als die Eintracht 1959 deutscher Meister wurde. Sind die Spieler danach, nachdem sie in Berlin kräftig gefeiert haben, am nächsten Tag zum Flughafen geflogen, sind am Flughafen angekommen, wurden dann erstmal in die Sportschule an der Otto-Fleck-Schneise gefahren, da haben sie Kaffee getrunken und von der Otto-Fleck-Schneise ging es dann per Zug hier zum Hauptbahnhof, zum großen Empfang. Der Zug, die Lok war geschmückt mit Eintracht-Motiven und mit Tannengrün, dann ist der Zug angekommen, der Hauptbahnhof war längst gesperrt, weil er so voll war mit Leuten, die Spieler kamen hinten am Südausgang raus und hier war eine Menschenmenge, die kaum zu beschreiben ist. Die Spieler wurden auf Wagen gesetzt. Die Tennisabteilung der Eintracht, Tennisjugendliche standen davor, Musikkapellen waren dabei. Und von hier ging es dann los über die Kaiserstraße zum Triumphzug durch die Stadt. Man sagt, zwischen 200.000 und 300.000 Leute haben die Eintracht gefeiert. Und tatsächlich war der Startpunkt dieser Feierlichkeit hier auch am Frankfurter Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof hat 24 Gleise, Gleis 25 kennt wahrscheinlich jeder von euch. Ich lege aber noch mal den Blick auf dieses Gebäude da hinten. Das ist auch ein historisch ganz wichtiges Gebäude. Das war das sogenannte Schumann-Theater. Schumann-Theater wurde 1905 eröffnet vom Albert Schumann. Das war ein Zirkus, Varieté, ein bisschen der Vorgänger vielleicht vom Tigerpalast heute. Im Schumann-Theater fanden ganz viele Veranstaltungen statt. Da sind Elefanten aufgetreten, da gab es Pferdeveranstaltungen, Reitveranstaltungen. Und im Schumann-Theater war auch immer wieder die Turnabteilung der Eintracht zu Gast. Und Eintracht-Fans haben sich ganz oft im Keller getroffen, in der Mampestube im Schumann-Theater. Schumann-Theater wurde 1944 bombardiert. Es ging nach hinten raus, war noch so ein Kuppelbau, wo die Säle waren für die Zuschauer. Wurde bombardiert. Die Frontfassade ist aber gut erhalten geblieben. Man sieht sie 1959, als die Eintracht Meister wird. Die Spieler stehen hier im Hintergrund, die Fassaden des Schumann-Theaters. Sie wurden dann aber 1960 leider abgerissen und durch diesen Zweckbau ersetzt. Schade. So, liebe Eintracht-Fans, in Corona-Zeiten mit Maske fahren wir jetzt mal mit der Straßenbahn in Richtung Stadion. Linie 21. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Stadion nochmal ausgestiegen, um den Main uns anzuschauen. Main als Sportort ist tatsächlich auch gegeben. Der Main war immer mal wieder zugefroren. Selbst Johann Wolfgang von Goethe ist hier schon Schlittschuh gelaufen. Was aber viel wichtiger für den Main ist, ist, dass er lange Zeit Frankfurts größtes Schwimmbad war. Das erste Schwimmbad, das hier nachgewiesen ist, war die Kleeblattsche Badeanstalt. Das hat schon 1823 eröffnet. In den 1920er Jahren war es Moslers Badeanstalt vor allem. Hier in die Richtung Dom hingen am Mainufer Becken, in denen die Leute schwimmen konnten. Ich habe mal eine Postkarte mitgebracht. Hier seht ihr einige Badeanstalten. Und diese Mosler Badeanstalt wurde irgendwann die größte Badeanstalt Europas. Du konntest bei Mosler nicht nur schwimmen, es gab
Schwimmbecken für Männer, für Frauen, gemischte Schwimmbecken. Du konntest bei Mosler auch boxen, du konntest Federball spielen, du konntest Faustball spielen. Es gab eine Rollschuhbahn. Die Rollschuhbahn ist tatsächlich sogar, nachdem Mosler längst aufgegeben wurde, an Knitza gewandert. Kennen viele vielleicht noch die alte Bahn, die da bis in die 90er Jahre noch stand. Und die Eintracht hatte in den 20er Jahren auch eine Schwimmsportabteilung. Es gibt also Bilder von Eintracht-Schwimmern, die in Badehose mit Eintracht-Adler bei Mosler stehen und da geschwommen sind. Leider ist keine dieser Badehosen erhalten geblieben. Wenn noch einmal jemand sie von seinem Opa oder Uropa auf dem Dachboden liegen hat, bringt sie gerne ins Eintracht-Museum. Wir suchen noch eine Matchworn-Badehose Eintracht Frankfurt. Also der Main als Sportort mit ganz, ganz vielen Schwimmstätten. Mosler Badeanstalt, was ganz Großes. Nach dem Krieg hat man viel mehr daran gedacht, dass das Wasser ja gar nicht so gesund ist für die Leute. 1953 hat man das verboten, das Baden im Main, und dann wurden auch diese Badeanstalten zurückgebaut. Das erste Schwimmbad, das vollkommen ohne Fluss auskam, war das Frankfurter Stadionbad. Das kennt ihr ja alle, direkt an unserem Stadion, das Schwimmbad. Ja, liebe Eintracht-Fans, Straßenbahnhaltestelle Stadion, hier sind wir da, jetzt gehen wir in Richtung Stadion. Übrigens sind die Leute auch schon 1925, als das Stadion eröffnet wurde, hier angekommen. Die Haltestelle gibt es schon immer und man ist hierher gekommen und ist dann darüber zum Stadion gegangen. Wir halten nicht im Bierzelt und wir gehen auch nicht zum Schäferhundeverein, wir gehen direkt zum Stadion. So, liebe Eintrachtler, jetzt ein wenig Küchenarchäologie. Wir sind hier an der stark befahrenen Mörfelder Landstraße. Als das Stadion 1925 eingeweiht wurde, war die Straße hier noch nicht so stark frequentiert. Direkt uns gegenüber ist der Haupteingang und auf dieser Seite der Mörfelder Landstraße waren ungefähr 100 Meter weiter nach vorne die Fahrradunterstände. Die Leute sind hier lang gelaufen und sind über diese Treppe nach unten gegangen, dann über die Mörfelder Landstraße zum Haupteingang. Diese Wege sind alle nicht mehr erhalten, aber die Treppe von 1925 gibt es noch. Wenn ihr stadteinwärts fahrt, kurz vor der Tankstelle, seht ihr sie auf der rechten Seite. Ja, liebe Eintracht-Fans, hier sind wir jetzt an der Otto-Fleck-Schneise, die Straße hinter der Gegentribüne, auch jedermann bekannt. Hier läuft man zum Stadion. Früher gab es hier noch die Jahnstub, eine schöne Kneipe, wo viele immer vor und nach dem Spiel ihr Bier getrunken haben. Heute sind an der Otto-Fleck-Schneise ein Hotel, die Sportverbände. Und wenn ihr mal Sehnsucht nach dem DFB-Pokal habt, geht zum DFB. Im Foyer ist der ständig ausgestellt. Aber wer war eigentlich Otto-Fleck? Otto-Fleck-Schneise. Wir haben bei der Eintracht auch unsere leidvollen Erfahrungen gemacht. Man muss Lizenzunterlagen pünktlich abgeben. Die müssen an der Otto-Fleck-Schneise oder mussten damals beim DFB abgegeben werden. Manche Lizenzersuche sind erfolgreich gewesen, bei uns immer. Manche sind nicht so erfolgreich gewesen. Also Otto-Fleck-Schneise ist immer wieder ein Thema. Aber wer war Otto Fleck? Otto Fleck war ein Oberforstmeister, der sich sehr verdient gemacht hat um den Bau des Stadions. Ihr müsst euch vorstellen, als das Stadion 21 angefangen wurde zu bauen, war hier ein militärischer Schießplatz. Ansonsten war das hier bewaldetes Gelände. Man brauchte eine Infrastruktur für das Stadion und man hat hier eine Schneise geschlagen. Man hat also sehr viel Wald abgeholzt. Otto Fleck als Oberforstmeister war sehr bemüht um den Wald. Er hat aber auch erkannt, dass man der Jugend Möglichkeiten bringen muss, sich sportlich zu betätigen. Und seine Zerrissenheit hat er in der Festschrift von 1925 zur Eröffnung des Stadions niedergeschrieben. Wir haben hier mal ein Foto von dem Otto Fleck. Und ich lese euch jetzt vor, wie schwierig es war. Und als endlich die entworfene Planskizze in bunten Farben auf dem Tisch des Hauses lag, da begannen die Sorgen der Forstverwaltung. Wie bei einem zu Tode Verurteilten kämpfte der Forstmeister um jeden einzelnen erhaltungswürdigen Baum und suchte an des Waldes Schönheit so viel zu retten, als es nur ging. Aber mit dem Essen kam erst der Appetit. Eine sportliche Einrichtung nach der anderen wurde in den großzügigen Plan eingezeichnet. Und mit einem tränenden und einem lachenden Auge, getrieben und gehetzt, beruhigt und besänftigt durch viele Stadträte,
drehte, musste er schließlich seinem forstlichen Herzen einen gewaltigen Stoß geben und immer wieder neue Fällungen vornehmen. Also der Otto Fleck hat seinem forstlichen Herz einen gewaltigen Stoß gegeben, hat Bäume gefällt, damit dieses Stadion hier entstehen konnte. Otto Fleck war in Frankfurt total beliebt und als er 1927 gestorben ist, gab es eine riesen Trauerfeier auf dem Südfriedhof für den Otto Fleck. Sein Grab ist leider nicht erhalten, er hat aber eine späte Würdigung bekommen. Die Schneise, die ihm wahrscheinlich viel Kopfzerbrechen bereitet hat, weil so viele Bäume gefällt werden mussten, ist nach ihm benannt. Das ist die Otto Fleck-Schneise. Am Hauptbahnhof sind wir losgefahren. Jetzt sind wir am Ziel aller Träume in unserem Stadion. Es ist leer, es ist verlassen. Wir hoffen, dass ihr bald wieder kommen könnt zu Spielen der Eintracht. Ansonsten nehmen wir euch in den kommenden Folgen weiterhin mit auf eine Reise durch die Geschichten der Eintracht, auf den Spuren der Eintracht, quer durch die Stadt. Schaut gerne zu.